Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retro-Pokémon, die Rote Edition. Wir sind hier auf Route 12 und angeln mit unserer schönen Superangel und haben gerade auf diesem Steg zumindest ein bisschen Pech, denn es kommt kein einziges Pokémon bisher. Ah, jetzt kommt eines. Ein Krabi. Schaufler. Ja, besiegt. Wie sieht's hier aus? Nochmal ein Krabi. Das wird dann unser letzter Schaufler. Dann haben wir nur noch Heuler und Kratzer. Okay. Was kommt hier? Egal was es ist, wir müssen jetzt ohne Schaufler auskommen. Ein Tentacher. Ja, das besiegen wir sowieso mit nur einem Kratzer, also egal. Aber auch Kratzer gehen uns langsam aus. So, jetzt geht's dann gleich wieder weiter nach oben. Nach diesem Pokémon. Ein Krabi. Tja, das wird jetzt ein bisschen heftiger. Ich glaube, einen Blubber halten wir aus. Und solange es nur Silberblick macht, ist es sowieso egal. Oh. Ja, wir bräuchten noch zwei Kratzer. Das Risiko gehe ich nicht ein. Turtok! Biss. So, wir kämpfen jetzt mit Dicta nur noch gegen Tentachas, weil wir die sofort besiegen können. Selbst gegen Carpadore werde ich es austauschen. Den Carpadore können ja Tackle. Gleich wieder ein Krabi. Das war's. So, den Weg nach oben. Von der oberen Plattform da, die wir jetzt sehen, müssten wir eigentlich das Haus dann schon sehen können. Wo der Mann lebt, von dem wir die Superangel haben. Ja, da ist zumindest schon mal der Steg von dem Haus. So, aber wir angeln jetzt erstmal hier noch weiter. Dann sind wir nämlich hier schon mal komplett fertig. Bis zu diesem Steg. Und nach dem Haus geht es sowieso einfach nur nach oben, dann kommt schon die Abzweigung nach links nach Urania City. Und dann nur noch ein bisschen nach oben, dann kommt da das Haus zwischendurch drin, zwischendrin mal. Und dann sind wir schon in Lavandia City. Also wir haben es bald geschafft.
Ein Volltreffer, nur ein Kraftpunkt. Oh, ist das fies. Von uns. Oh, die kriegen schon 0 Erfahrungspunkte. Einfach nur, weil Turtok jetzt auch gekämpft hat und die Erfahrungspunkte dadurch besser aufgeteilt werden. Aber es sind trotzdem nur, obwohl eigentlich Vulpix sogar schon besiegt ist und gar keine Erfahrungspunkte mehr bekommt. Ah, Tentacher, das kann Dick dann noch besiegen. Dick, der reicht Level 24 durch den EP-Teller, durch die 5 EP, geil! Und den Sandwirbel, geil! Mit dem Sandwirbel könnte Dick da sogar kämpfen. Obwohl es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich besiegt werden würde. Aber ich würde es gegen Carpatore würde ich es wieder kämpfen lassen. Mit dem Sandwirbel. Da. Können wir gleich mal austesten. Sandwirbel. Funktioniert. Heuler. Funktioniert. Und jetzt besiegen wir es mit Kratzer. Oh. Wir tauschen nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir es trotzdem schaffen können. Vor allem, weil dieses Carpador jetzt Platscher macht. Da geht's. Goldini, das wird zu heftig. Biss. Turtok erreicht Level 47, juhu! Hätte Dick da noch ein bisschen länger ausgehalten und wir hätten Turtok nicht einsetzen müssen, hätte das Turtok nach ein paar Pokémon noch durch den Epitaler den Levelaufstieg bekommen. Naja, die anderen kriegen den hoffentlich auch noch. Den Levelaufstieg. Durch den EP-Teiler. Auch wenn es stellenweise nur sehr wenige Erfahrungspunkte sind, die anderen Pokémon bekommen. Aber das ist egal. Ah, jetzt geht's wieder ein bisschen schneller voran. Denn jetzt möchte ich irgendwie keine Pokémon mehr anbeißen. Ah, jetzt wieder. Ein Krabi. Los, Turtok. Oh, ein Silberblick. Beiß. Das geht teilweise sehr einfach mit unserem starken Turtok. Aber so soll es ja auch sein.
ein Pokémon hat man meistens, das viel stärker ist als die anderen Pokémon, die man bei sich trägt. Es sei denn, man macht so, dass man immer die gleichen Pokémon hernimmt. Immer die gleichen 6, dass die alle sehr stark sind. Aber das mache ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es meistens immer ein starkes Pokémon ist, das man hat. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr spielt. Vielleicht spielt ihr genauso wie ich oder mit der Auswahl der Pokémon, dass ihr die ständig wechselt, weil ihr alle entwickeln wollt. Keine Ahnung. Dieses Tentacher wird nicht lange durchhalten. 5 Tentachas können wir noch besiegen. Oder vielleicht noch ein Carpador. Da würde ich ja auch nicht tauschen, sondern da würde ich auch Dicta kämpfen lassen. Wenn es besiegt wird, wird es eben besiegt. Dann ist das nächste Pokémon dran. Aber es ist ein Tentacher. Ich warte die ganze Zeit, dass Pummeluff mal einen Levelaufstieg erhält. Durch den EP-Teiler. Das würde ich sehr nett finden. Dann wären es, glaube ich, nur noch... Welches Level hat das jetzt? 35, dann wäre es 36, dann wären es nur noch 3 Level. Bis es fertig ist für den Mondstein. Also bereit ist für den Mondstein. Sandwirbel. Heuler. Kratzer. Oh. Da wurde es dann doch noch besiegt. Schade. Trotz Sandwirbel. Naja. Pfund. So, ein Pokémon weniger, aber trotzdem sind es immer noch nur 2 Erfahrungspunkte. Schade eigentlich. Wahrscheinlich muss erst noch Pummeluff besiegt werden, damit es dann 3 Erfahrungspunkte sind, die aufgeteilt werden auf die Pokémon. Naja. Tentacker. Ich mache einfach Pfund. So, was kommt jetzt? Ein Krabi würde ich mir wünschen. Und es ist ein Krabi, juhu! Machen wir mal ein Igler. Und Pfund. Pummeluff erreicht Level 36. Wenn Dick da noch ein bisschen durchgehalten hätte, hätte Pummeluff auch ein Level erreicht. Durch den EP-Teiler. Schade, schade, schade. Dass es immer so knapp ist. Aber Pummeluff fällt ja jetzt noch ein Stückchen durch. Und Pipi und Ultrigaria, die kommen ja so bald nicht dran. Ich hoffe, dass es dann bei denen soweit ist, dass die sich durch den EP-Teiler entwickeln. Rein durch den EP-Teiler. Oder dass sie mal dran waren. Das würde ich mir mal wünschen. Einigler. Das ist unfair. Einigler.
Wir können den ganzen Tag so weitermachen. Okay, gewonnen. Dann hier. Und dann geht's oben am Haus weiter. Da unten, wo der Zaun ist, können wir ja nicht angeln. Tentacher. Ein Igler. Das wird dir nichts bringen. Nichts helfen. Pfund. So, hier noch. Es kommt eins. Goldini. Ein Igler. Pfund. Sehr schön. So, hier geht's weiter. Und damit haben wir praktisch unseren nächsten Haltepunkt erreicht. Der nächste ist dann die Abzweigung nach Orania City. Pfund. Mist, ein Blubber, um die Initiative zu senken, und schon ist Pummeluff nicht mehr Erster. Obwohl es ganze 21 Level höher ist als das Krabi. So Leute, an der Stelle machen wir auch Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder in der roten Edition oder übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao!